Die DHV-News vom 3. Februar 2023. Dieses Jahr muss was passieren. Reinheitsgebot für Cannabis. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ich habe erstmal eine super Nachricht für das 1% der Top-Zuschauer hier. Nämlich habe ich heute Morgen erfahren, dass YouTube jetzt in der Videobeschreibung ein paar Formatierungen zulässt. Ich kann da jetzt Überschriften von Themen zum Beispiel fett machen. Ja? Also die paar Leute, die sich in die Videobeschreibung verirren, werden sich freuen. Ja, wird ein bisschen übersichtlicher werden. Ich werde es gleich mal ausprobieren. Hoffe, dass das klappt. Klar, die meisten Leute gucken da gar nicht rein, aber ich bin ja auch jemand, der, glaube ich, ungewöhnlich viele Quellen angibt für die ganzen Nachrichten, die ich hier erzähle und so weiter. Ja, also alle, die genauer wissen wollen, nochmal der Hinweis, ihr findet alle möglichen Infos zu den Themen, die ich hier erzähle, in der Videobeschreibung. Ja, und ein paar gehen auch da rein wahrscheinlich, um die Termine zu finden, die ich hier immer verkünde, die aktiv werden wollen. Also entweder Leute, die aktiv werden wollen oder die alles genau wissen wollen, das Top-Prozent der Zuschauer hier. Für euch hat YouTube jetzt Fettigkeit in der Videobeschreibung. Zweite Vorbemerkung, wir haben unseren Flyer Cannabis legalisieren renoviert und Anlass dafür, dass ich das jetzt hier erzähle, ist ein Bericht des MDR, der schön in der Überschrift zum letzten Cannabis-Bericht diesen Flyer als Bild dazu gepackt hat, was da auch immer zeigt. Ja, wir werden gar nicht erwähnt weiter in dem Artikel, aber eben diese Flyer finden ihre Zuschauer sozusagen, ja, ihre Aufmerksamkeit. Und manchmal kommt sogar ein Redakteur dran vorbei oder ein Fotoredakteur, fotografiert den und landet in den Medien. Aber Aktivisten und Ehrenamtler haben schon Hunderttausende von diesem Flyer, alleine von dem einen sozusagen, von der Sorte Flyer, unters Volk gebracht und die zu Druckkostenpreisen bei uns im DHV-Shop bestellt. Ihr merkt alle, wir sind noch nicht fertig mit dem Kampf für die Legalisierung. Vielleicht finden sich noch Menschen, die andere überzeugen wollen, die vielleicht Zettel verteilen wollen, ja, Flyer verteilen wollen oder auch nur ein paar in der Verwandtschaft verteilen oder im Freundeskreis. Im DHV-Shop findet ihr diesen Flyer und jetzt auch ein bisschen neu gewordet. So, jetzt zur Wahl in Berlin. Da muss ich jetzt mal einen fetten Aufruf loswerden. Ja, es ist die Wahlwiederholung am 12.02. Ihr habt es alle über die Nachrichten wahrscheinlich mitgekriegt. Das war mal wieder Chaos in Berlin, wie immer hier irgendwie Chaos ist. Und Berlin hat es versemmelt, anständige Wahlen durchzuführen. Die mussten wiederholt werden, weil in vielen Wahllokalen zu viel Chaos war. Zu lange die Wahllokale offen waren, ja, als schon die ersten Hochrechnungen reinkamen und alles Mögliche. Irgendwelche Stimmzettel haben gefehlt und so, jetzt wählen wir nochmal. Und viele haben da keinen Bock drauf. Ja. Auch die eigentlich Wähler von Rot-Rot-Grün sind, die ja hier regieren, die aber genervt sind, ja, von dem ganzen Behördenchaos. Berlin ist sowieso eine super chaotische Stadt, was die ganzen Behörden angeht. Ja, und es kann eben sein, dass einige R2G-Wähler wahlmüde sind und die CDU wittert auf jeden Fall ihre Chance. Und in den Umfragen steht sie blendend da. Ja, Höhenflüge für Berliner Verhältnisse mit 25% sehr hoch, ja, und vor allen anderen. Bei der tatsächlichen Wahl noch vor anderthalb Jahren ungefähr war die CDU drittstärkste Kraft hinter den Grünen. Ja, das ist eigentlich das normale Verhältnis in Berlin. Aber jetzt droht die Regierung, die CDU, die Berliner Regierung zu übernehmen. Und das ist wirklich ein Problem. Ja, deswegen der Aufruf nochmal an alle Berliner Handfreunde, geht wählen. Denn wenn ihr zu Hause bleibt, dann kann es sein, dass frühzeitig die Möglichkeit gestoppt wird, die Legalisierung noch durch den Bundesrat zu kriegen. Berlin ist eine sicher geglaubte Stimme im Bundesrat für die Legalisierung und mit CDU-Beteiligung ist das nicht mehr der Fall. Und ja, damit wäre auch die Chance eben vertan, im Herbst bei der Hessenwahl endgültig die Blockademehrheit der CDU im Bundesrat zu brechen. Ja, weil dann ist das kein Problem mehr. Ja, dann haben wir genug Rot-, also Ampel-Regierungen in den Ländern sozusagen, cannabisfreundliche Regierungen, die Ja sagen werden zur Legalisierung. Im Moment ist das nicht der Fall. Mit Hessen könnten wir das schaffen, aber nicht, wenn Berlin verloren geht. Ja, Berliner, geht gar nicht klar. Wäre doch bescheuert, wenn ausgerechnet das liberale Berlin, die Cannabis-Hauptstadt von Deutschland und so weiter, ja, wenn hier irgendwie die Legalisierung frühzeitig scheitert im Bundesrat, weil die ganzen Cannabiskonsumenten keinen Bock mehr haben, wählen zu gehen schon wieder. Also, ja, Arsch hoch. R2G ist jetzt auch nicht gerade wahnsinnig aktiv in der Drogenpolitik, ja, da hätte man auch gerne mehr und schneller vor allen Dingen gesehen. Die haben gute Programme, insbesondere Grüne und Linke.
Sehr ausführlich, sehr ausgiebig und gute Pläne und so weiter. Aber richtig schnell vorwärts geht es hier auch nicht. Thema Drug-Checking ist vor allen Dingen das, worauf hier alle warten. Ja, seit Jahren wird es angekündigt und steht immer wieder im Koalitionsvertrag drin und so, aber bis jetzt nicht passiert. Jetzt hat gerade letzte Woche der drogenpolitische Sprecher der Grünen angekündigt, dass wohl jetzt noch Anfang Februar losgehen soll, noch vor der Wahl, ja, also zufällig, weil irgendwie eine Stelle im Labor besetzt wurde, die letzte Hürde, die zu nehmen war. Und es kann sein, dass jetzt direkt vor der Wahl noch Drug-Checking in Berlin losgeht. Da bin ich total gespannt, ob das wirklich so kommt. Aber immerhin, ja, man bemüht sich, es geht irgendwie hoffentlich dann auch mal vorwärts. Und während mit der CDU geht es auf jeden Fall rückwärts. Das ist eben auch der Punkt, ja, selbst wenn man damit nicht ganz zufrieden sein kann, was hier läuft in Berlin. Aber CDU wird die Zeit zurückdrehen. Das ist wirklich jetzt nicht übertrieben. Ich habe hier mal einen Ausschnitt vom CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegener, der hier eben zur Wahl antritt, um Berliner Oberbürgermeister zu werden. Und der war 2019 mit der CSU-Drogenbeauftragten Daniela Ludwig damals im Görlitzer Park und hat Folgendes gesagt. Wir brauchen hier den starken Staat. Ich wünsche mir, dass Strafrichter hier mit vor Ort sind, dass hier schnell abgeurteilt wird, dass Strafe auf dem Fuße folgt. Ich glaube, das hätte einen Erziehungseffekt. Ja, und das mit dem Zurückdrehen ist auch gar nicht so abwegig, weil die CDU in Berlin hat schon mal für krasse Verhältnisse hier gesorgt. Da gab es die sogenannte Null-Toleranz-Politik in Berlin an bestimmten Orten, wo sogar die geringe Menge-Regelung ausgehebelt worden ist und gesagt worden ist, hier gibt es keine geringe Menge, hier wird jedes halbe Gramm bestraft, egal von wem. Und ja, meiner Meinung nach verfassungswidrig das Ganze. Ja, und die haben auch den Görli geflutet mit Polizei. Ja, die haben im Prinzip manchmal die Polizisten 2 Meter hochgestapelt im Görli. Also nur leicht übertrieben. Ja. Nirgendwo anders mehr ein Polizist in Berlin, keine richtige Kriminalität mehr bekämpft, aber Hauptsache alle im Görli. Und der Erfolg der Sache war, dass während die dann alle da waren, die Dealer in den Straßen ringsum gedealt haben, um den Görli rum und da sich die Anwohner beschwert haben. Und wenn die dann wieder abgezogen sind, waren sie halt alle wieder im Görli. Ja, so viel hat die CDU-Politik in Berlin gebracht. Aber Hauptsache Nulltoleranz, Hauptsache draufhauen, ihr werdet erzogen von Kai Wegner. Das wollen wir doch nicht, das wollen wir doch verhindern. Also bitte geht wählen. Die letzte Wahlanalyse von 21 zur Wahl, die ist noch aktuell. Die Parteien haben ihre Programme jetzt nicht großartig überarbeitet. Das ging, muss ja auch alles schnell gehen, nachdem die Gerichtsentscheidungen zur Wahlwiederholung kamen und so weiter. Grüne und Linke, wie gesagt, stabile Programme. FDP geht einigermaßen eher mau, aber ja, hat auch nicht. Die haben auch keine großartigen Fortschritte gefordert oder irgendwelche Beiträge zur Debatte gebracht. Aber die FDP in Berlin droht letztendlich Mehrheitsbeschaffer der CDU zu werden. Insofern sind die in Berlin auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber wie gesagt, guckt euch die Wahlanalyse nochmal an und Hauptsache ihr wählt nicht die CDU. So, dann letzte Woche habe ich ja hier erzählt von Plan B. Ja, dass also in der Regierung über diverse alternative Pläne nachgedacht wird. Logischerweise, ja, alles andere wäre komisch, wenn sie nicht drüber nachdenken würden, wenn sie keinen Plan B hätten. Aber gleichzeitig, ja, gerade als ich das eingesprochen habe, hier die News, haben sich die Medien überschlagen schon sozusagen, ja, bis zur Veröffentlichung dieser News hier letzte Woche und auch danach noch jede Menge Artikel zu dem Thema, was jetzt da los ist in der Regierung. Einige wollten schon wissen, dass die EU schon ein Nein signalisiert hat zu den Legalisierungsplänen in Deutschland. Über alle möglichen alternativen Möglichkeiten wurde spekuliert. Da will ich mich jetzt gar nicht groß dran beteiligen. Weil dazu gibt es einfach keine belastbaren Infos. Zum Beispiel Krautinvest hat gemeldet, dass das Gesundheitsministerium schon Dementi dazu gegeben hat, zu dieser Info, dass die EU schon Nein gesagt hätte. Also Gesundheitsministerium sagt Nein, dieses Nein liegt uns nicht vor. Während dann Krautinvest sofort wieder anfängt zu spekulieren, ob dieses Nein vielleicht irgendwie an der Frage vorbeigeschummelt war oder so. Ja, und vielleicht dann doch die Auskunft nicht stimmt. Aber naja. Konkret kann ich nur sagen, Karm Wegge von der SPD hat sich in der Augsburger Allgemeinen geäußert und da steht Folgendes. Um durch das EU-Gesetz nicht blockiert zu werden, gibt es bei den 3 Ampelparteien die Überlegung, 2 Gesetzentwürfe zu schreiben. Ein erster würde Besitz und Konsum von Marihuana legalisieren und müsste nicht mit Brüssel abgestimmt werden. Der zweite beträfe Anbau und Handel von Cannabis und könnte ausführlich mit der Europäischen Union beraten werden, wofür sich die 3 Regierungsparteien mehr Zeit nehmen würden. Noch in diesem Jahr muss die Entkriminalisierung kommen, kündigt Wegge an. Also,
Das zeigt einerseits, dass tatsächlich konkret über Alternativen nachgedacht wird zu dem Plan, der bisher galt, sozusagen eben alles in einem fetten Gesetzespaket durch die Nadelöhre zu schieben, sozusagen zu prügeln. Aber es zeigt andererseits eben auch, es wird diskutiert, aber dass es nur Überlegungen sind. Ja? Es gibt Überlegungen, sagt sie. Das heißt ja nicht, dass ein Beschluss da ist, ja? Wie manche spekulieren da von wegen, es ist schon klar, die Regierung will so und so da und dahin. Außerdem redet sie von den Parteien, die drei Ampelparteien, also konkret in dem Fall die Fraktionen im Bundestag vermutlich. Und das ist nicht das Gleiche wie die Bundesregierung. Ja? Parlament, Regierung, zwei verschiedene Sachen. Insofern hat es auch nur indirekt miteinander zu tun, aber das ist zumindest eine konkrete Aussage und zeigt insbesondere innerhalb der SPD eine Verschiebung der Meinung sozusagen. Man steht also nicht mehr jetzt so unbedingt dahinter, dass man das jetzt zwingend alles in einem Block machen muss, sondern sie sehen eben auch, dass es vielleicht Sinn machen könnte, die Entkriminalisierung abzutrennen. Das haben wir ja von Anfang an gefordert. Ja, erstmal entkriminalisieren, das geht schnell und über den Rest unterhalten wir uns in Ruhe. Da bei der Position ist die SPD jetzt offenbar angekommen. Und eben auch das, was passieren muss, ja, das sagt sie auch am Ende, ja, noch dieses Jahr muss die Entkriminalisierung kommen in dem Interview. Und da hat sie natürlich recht, ja, da sind wir voll dabei. Das scheint endlich gehört zu werden, diese ganze Forderung, dass diese Kriminalisierung ein Ende hat. Und auch im Bundestag hat sie sich bisschen verklausuliert, so ähnlich geäußert. 2023 wird das Jahr, in dem wir im Betäubungsmittelgesetz endlich für Gerechtigkeit sorgen werden und ein Stück weit Geschichte schreiben. Wir entkriminalisieren Cannabis, wir legalisieren Cannabis. Dass es nicht ewig so weitergehen kann, ja, und die Unruhe immer größer wird, ja, der Druck steigt, dass die Ampelregierung irgendwas liefern muss dieses Jahr und nicht ewig Leute weiter so kriminalisieren kann, zeigt auch der letzte Tweetstorm, der recht erfolgreich mal wieder war, mit dem Hashtag 420 Tage nix. Also wir haben jetzt nämlich gerade 420 Tage Regierung hinter uns, ja, der klassische Kiffercode 420. Und das war der Anlass für diese Aktion, dass eben jetzt ja immer noch faktisch nichts passiert ist und die ganze Kriminalisierung weiterläuft. Und überhaupt auch in anderen Bereichen, Führerschein, Medizin, ja, nirgendwo ist irgendwas vorwärts gegangen. CBD-Blüten, ja, weiter die ganzen Razzien und so. Da ist halt noch nirgendwo irgendwas geliefert worden. Und das hat sich da mal nochmal Luft gemacht, diese ganze Aufregung darüber und die Wut darüber. Und zumindest die SPD da haben eben offensichtlich gesehen, so, also wir können jetzt nicht mehr ewig so weitermachen. Ja, dann irgendwas müssen wir liefern dieses Jahr. Und ja, zweiter Platz Twitter hat es geschafft, dieser Hashtag, und in die Zeitung. BuzzFeed hat es aufgenommen und die 13 schönsten Tweets zu dem Hashtag gesammelt und dargestellt, ja, gezeigt. Und da sind viele bekannte Weedmob-Accounts drunter. Ja, da hat man viele Namen erkannt sozusagen. Und einer der Tweets, den BuzzFeed da nennt, ist auch vom Handverband, zeigt einmal wieder mehr. Es macht Sinn, mitzumachen, aktiv zu werden und so weiter. Man wird dann doch irgendwie gehört und alle zusammen machen einen Unterschied. Die CSU stänkert unterdessen weiter rum bei den Bemühungen der Regierung, in dem Fall der CSU-Drogenpolitiker Pilsinger, der das Gutachten kritisiert, das Lauterbach in Auftrag gegeben hat, um es zusammen mit dem Gesetzentwurf der EU-Kommission mit auf den Tisch zu legen. Und konkret hat Pilsinger kritisiert, dass der Mensch, der das Gutachten macht, ein Psychologe ist. Und der könnte ja die ganze juristische Hintergründe der europarechtlichen Problematik gar nicht einschätzen. Ja, das wäre völlig sinnlos vergebenes Gutachten. Man kann nur sagen, Pilsinger hat einfach den Sinn des ganzen Gutachtens überhaupt nicht verstanden, ja, obwohl das ja Lauterbach mehrfach erklärt hat. Es hat mit dem Interpretationsansatz zu tun, den Lauterbach da juristisch gesehen gewählt hat, die EU nämlich davon zu überzeugen, dass die Ziele der EU-Drogenpolitik mit Legalisierung besser erreicht werden können, insbesondere in Bezug auf Jugendschutz und Zurückdrängen von Kriminalität und so weiter und eben ja, Konsumzusammenhänge, Verbraucherschutz und so. Und das Gutachten soll eben der Herr Mantai aus Hamburg machen. Und es geht überhaupt nicht um die europarechtlichen Hintergründe. Ja, da wird Lauterbach selber was zu schreiben, nehme ich mal an, in dem Brief zum Gutachten. Das Gutachten ist nur dafür da, die Kommission nochmal davon zu überzeugen, Legalisierung, Regulierung des Marktes ist für alle besser letztendlich und entspricht auch den Zielen der EU-Drogenpolitik besser als die Prohibition. Ja, und das könnte ein Jurist wahrscheinlich nicht so gut machen wie ein Psychologe.
Und jeder andere könnte Drogenpolitik besser machen als ein Pilsinger. Der hat übrigens auch noch die Kosten angeprangert, ja, für dieses Gutachten. Jetzt wissen wir, was das kostet, nämlich gut 80.000 Euro hat er da irgendwie ins Spiel gebracht und regt sich drüber auf, ja, dass das irgendwie verschossenes Geld wäre. Und das ist auch komplett lächerlich, ja, wenn man sich überlegt, dieses Verbot, die Prohibition von Cannabis triggert allein bei der Polizei Kosten von 1 Milliarde Euro pro Jahr für eben über 200.000 Strafverfahren, die da passieren im Zusammenhang mit Cannabis. Ein riesiger Aufwand. 1 Milliarde, das sind 1.000 Millionen Euro pro Jahr. Und Pilsinger rächt sich über 80.000 Euro auf. Ja, das ist wirklich ein Witz. Vor allen Dingen, wenn dieses Gutachten tatsächlich dazu beitragen sollte, dass wir es schaffen mit der Regulierung und die EU überzeugen können und so weiter. Ja, und wir schaffen es, Cannabis in Deutschland zu regulieren. Dann wird der Staat davon natürlich auch noch mit Steuereinnahmen profitieren und insgesamt über 4 Milliarden Euro zusätzlich in der Staatskasse haben. Ja, oder eben auch diese 1 Milliarde, die ist da mit drin für weniger Polizeikosten und so. Auf jeden Fall, ja, wenn man das mal runterbricht, dann sind die 80.000 Euro in wenigen Stunden schon wieder reingekommen, nachdem wir legalisiert haben. Also das ist ein total quatschiges Argument. So, nächstes Thema, Reinheitsgebot. Auch schön, ja, da freue ich mich mal wieder, Mitgründer des Branchenverbands zu sein. BVCW, Branchenverband Cannabiswirtschaft in Deutschland. Wir waren als Handverband bis 2019 selbst auch Vertreter der Branche und Interessenvertretung und so weiter. Seitdem macht das der Branchenverband. Wir haben das komplett abgegeben und da mit angeschoben, mit gegründet und so weiter. Und die machen gute Arbeit, muss man sagen, ja, immer wieder. Und ja, auch akribische, kleinteilige Arbeit, die gemacht werden muss, ja, und die wir gar nicht komplett so schaffen würden alles. Natürlich immer aus Industrieperspektive so ein bisschen, aus Perspektive derjenigen, die dann Geld damit verdienen wollen. Das ist nicht gerade unser Ansatz mehr, jetzt jedenfalls auf jeden Fall nicht mehr. Wir sind jetzt eben die Vertreter der privaten Legalisierungsbefürworter und der Konsumenten. Aber trotzdem wollen wir ja, dass normale Geschäftsleute dieses Business übernehmen und ja, bei manchen wollen wir eben auch nicht, dass sie es weitermachen, ja, weil die eben Leute vergiften zum Beispiel, ja, und Leute erschießen. Und da habe ich doch lieber irgendwie Geschäftsleute, die das machen und die auch sich vernünftig Gedanken über die Regelungen machen, wie das am Ende funktionieren soll alles. Und jetzt hat der BVCW eben das Reinheitsgebot für Cannabis ins Spiel gebracht. Dabei geht es eigentlich um viel mehr als das. Ja, dann, als Konsument kann man ja locker dann sagen, ja, wie Reinheitsgebot, ja, Handflüte ist Handflüte, was, da soll ja nichts weiter rein, irgendwie nichts weiter dran, dann ist das schon rein, aber mehr braucht er nicht. Ja, so aus Konsumentensicht kann man das gut nachvollziehen, aber für die Industrie ist es dann eben nicht so einfach, ja, da wird das dann doch kompliziert im Detail. Zum Beispiel muss genau der Feuchtigkeitsgrad irgendwie festgelegt werden auf einem relativ begrenzten Korridor, einerseits um zu vermeiden, dass zu trocken wird, ja, und die Terpene alle verloren gehen und so. Das Ganze brüchig wird, aber auch, weil die Labore sonst nicht vernünftig testen können. Es werden auch Testvorschläge gemacht, welche Produkte wie analysiert werden sollten und was dafür notwendig ist an Produktvoraussetzungen, Merkmalen, damit auch alle Testlabore auf das gleiche Ergebnis kommen, ja, beim THC-Test zum Beispiel und so weiter. Sonst funktioniert überhaupt alles gar nicht. Ja, das sind eben alles Gedanken, da macht sich eben normaler Konsument eben keinen Kopf drum. Ja, das müssen wir auch nicht. Hauptsache, das Zeug ist sauber und nicht ungesund irgendwie, keine fiesen Rückstände drin, keine übertriebenen Pestizidwerte und so weiter, ne, sondern alles im Rahmen der normalen Lebensmittelüberwachung und so weiter. Da, was das angeht, hat der BVCW wirklich mal wieder ein schönes Stück hingelegt. Ja, könnt ihr euch angucken, wenn er Hardcore-Nerds seid, findet ihr das in der Videobeschreibung, ja, für die ganz Irren, die sich das alles durchlesen wollen. Aber ich bin auf jeden Fall mal wieder schwer beeindruckt und freue mich über die Arbeit des BVCW. Vor allen Dingen deswegen, weil auch noch drin steht, was unsere Mission in dem ganzen Zusammenhang ist, dass diese Vorschläge, die wir machen, nicht unbedingt für alle gelten müssen, dass es eine Ausnahmeregelung geben kann für kleine Produzenten, Kleingrower und so, dass die sich jetzt nicht an großindustrielle Standards halten müssen. Und das ist genau unsere Mission eben auch. Für Eigenanbau darf natürlich sowas in dem Umfang nicht gelten. Für Anbauclubs muss es Ausnahmen geben. Ja, die können das nicht in dem Umfang so durchziehen wie ein Konzern, der zig Tonnen im Jahr irgendwie produziert. Ja, und eben eine Regelung für kleinere Grower bis zu einem gewissen Output sozusagen, die eben auf überschaubarer Fläche überschaubare Zahl von Kilos produzieren, ja, dass für die dann eben auch jetzt nicht
sämtliche labormäßigen Standards und so weiter da irgendwie angewendet werden sollen. Und entsprechend tragen wir das auch vor, oder ich, ne, wenn ich da in irgendwelchen entsprechenden Beratungen bin. Und dieser Hinweis steht auch im BVCW-Papier als kleines Sternchen dabei. Sonderregelung für Kleine, und insofern bin ich damit happy. Guckt euch an, wenn ihr Lust habt. Die Presse ist voll drauf angesprungen, ja, gab viele coole Artikel. Cannabiswirtschaft fordert Reinheitsgebot für Cannabis. Und auch da wieder CSU, der Holecheck hat es wieder total am Rad gedreht irgendwie. Fängt an zu randalieren, bayerischer Gesundheitsminister. Ist ja klar, also für die ist natürlich das Reinheitsgebot... Das geht an die Ehre, ja, und das geht nur um Bier und auf gar keinen Fall um irgendwas anderes. Unser Reinheitsgebot ist unser Bier, ja, Cannabis geht gar nicht. Und das wäre ja bei Cannabis eine Verharmlosung, weil das ja irgendwie suggerieren würde, man könnte Cannabis vielleicht auch risikolos konsumieren, ja, was natürlich auf gar keinen Fall geht, im Gegensatz zu Bier, ja, Bayern, naja. Gehen wir noch einen Schritt weiter nach Süden, nach Basel in der Schweiz. Da habe ich gesagt, ein Meilenstein hat sich da ereignet. 180 Schweizer bekommen da jetzt legales Cannabis im Rahmen eines kommunalen Modellprojekts in Basel. Das ist jetzt endlich losgegangen. Ihr habt hier schon oft davon gehört, seit Jahren eigentlich, über die Diskussion über Modellprojekte in der Schweiz. Also schon ewig wird darüber diskutiert und rumgemacht und getan. Also ging nicht schnell, ja, muss man auch sagen. Das ist jetzt kein Turbo-Speed gewesen bis zu dem Punkt. Und es sind eben auch nur 180 Leute erstmal, ne? Da haben sich schon wieder Social Media die ersten Leute beschwert. Ja, wieso Meilenstein? Seid ihr bescheuert? Das ist doch eine Kleinigkeit und sind viel zu wenige und ich will kein Modellprojekt, ich will dat, alle das kriegen und so. Stimmt natürlich, wir fordern jetzt auch kein Modellprojekt logischerweise, weil wir ja jetzt hier komplett legalisieren wollen. Aber nicht zu vergessen, der Paradigmenwechsel ist in der Schweiz eben jetzt da und bei uns noch nicht. Die Schweiz hat eben jetzt den ersten tatsächlich komplett legalen europäischen Verkauf von Cannabis als Genussmittel, ja, das ist schon tatsächlich ein Meilenstein in dem Sinne, einfach, dass da die Systematik der Prohibition erstmals komplett durchbrochen wird und zumindest ein paar Leute eben in einem Laden, in dem Fall in Apotheken, 6 verschiedene Sorten Cannabis kaufen kann, 4 Sorten Gras, 2 Sorten Hasch aus Schweizer Produktion. Tatsächlich haben sie jetzt auch hingekriegt, da waren ja vorher mal Schwierigkeiten auch mit Pestizidwerten. Dadurch hat sich es nochmal verzögert, aber jetzt ist es eben soweit. Ja, jetzt wird es tatsächlich in der Schweiz legales Cannabis vergeben, als Genussmittel, nicht als Medizin, nochmal betont. Und ja, gerade eben habe ich nochmal einen Hinweis gehört, ja, stimmt ja auch, ja, das ist in ganz Europa das erste Mal, dass an irgendwen in einem Geschäft legales Cannabis als Genussmittel verkauft wird. Also top, danke an die Schweiz, ja, dass da mal was vorwärts geht, hervorragend. Ich hoffe, wir gehen dann den nächsten Schritt weiter, wenn wir mal irgendwas geregelt kriegen hier. So, ach so, ja, da bei der Schweiz, die Teilnehmer, auch interessant, da muss ich noch dazu sagen, 18 bis 76 Jahre alt sind die, also die fangen bei 18 an und die älteste Teilnehmerin ist tatsächlich 76, ja, fand ich auch toll. Viele weitere Projekte in anderen Schweizer Städten werden uns folgen, das bleibt nicht bei den 180. So, noch 2 Kurzmeldungen, einmal Verfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht hockt ja seit Jahren auf den Anträgen von Richtern, die das Cannabisverbot überprüft sehen wollen, ob das nicht verfassungswidrig ist. Und eigentlich war es ja für letztes Jahr auch schon angesagt vom Verfassungsgericht, da ist nichts passiert. Und jetzt meldet Legal Tribune Online aus der Gerüchteküche, sie hätten erfahren, dass das jetzt eben passieren soll, demnächst auf jeden Fall bis Frühsommer, was auch immer das jetzt genau bedeuten soll, und vielleicht eben auch schon so um die Osterzeit. Auch komplett Gerüchteküche, ja, also eben nur LTO hat gehört, aber immerhin, ja, da wird schon irgendwie ein bisschen was dran sein, nehme ich mal an. Gibt auch kein Dementi jetzt irgendwie vom Verfassungsgericht. Aber ja, ob es so kommt oder nicht, keine Ahnung, deswegen ist es nur eine Kurzmeldung. Und die zweite ist, die kanadische Provinz British Columbia hat jetzt alle Drogen entkriminalisiert oder jedenfalls die viele gängige, sag ich mal, also Heroin, Kokain, Methamphetamin und so weiter, werden da nicht mehr als Straftat betrachtet. Und ja, die hatten das schon mal so ausprobiert in Corona-Zeiten und haben eben auch mit massivem Anstieg von Toten zu tun da, so ähnlich wie in den USA. Die Leute, ja, überdosieren sich da scheinbar jetzt irgendwie in rauen Mengen sozusagen und eben diese ganze Opioid-Krise aus den USA spielt auch in Kanada eine Rolle. Und Kanada verspricht sich eben, von der Entkriminalisierung der Leute da ein bisschen Druck rauszunehmen aus dem Kessel sozusagen und die Verhältnisse für die Leute nicht noch schwieriger zu machen. Und ja,
eben ganz anderer Ansatz als die bisherige Prohibitionsansatz, damit irgendwie zurechtzukommen und die Zahl der Toten zu verringern. So, dann sind wir bei den Terminen. Und zwar heute Abend, 19 Uhr, mal gucken, ob das noch rechtzeitig klappt. Mal wieder Darmstadt, trifft sich die Gruppe zum offenen Hanftisch, die DRV-Ortsgruppe. In Bamberg trifft sich die Gruppe Sonntag, 5. Februar. In Magdeburg, Montag, 6. Februar. Unser Hanfverband Rhein-Neckar trifft sich in Heidelberg, Montag, 6. Februar. Dann der Stammtisch in Hamburg der Ortsgruppe, Donnerstag, 9. Februar. In München gibt es das Online-Treffen der DHV-Ortsgruppe, also online, Donnerstag, 9. Februar. Darmstadt trifft sich die Gruppe, Dienstag, 14. Der gleiche Termin, Dienstag, 14. in Freiburg und nochmal Hamburg. Und jetzt habe ich noch eine Podiumsdiskussion, Donnerstag, 16. Februar in Suhl. Die ist auch von unserer Ortsgruppe Thüringen mitorganisiert worden und da ist unter anderem auch Frank Tempel dabei, der vorvorletzte drogenpolitische Sprecher der Linken im Bundestag. Viele von euch kennen den noch. Er ist Träger des DHV-Hanfadlers, den wir eben mal verliehen haben. Von daher geht alle dahin, na, wenn ihr Suhler seid oder alle Thüringer am besten, ja, und zeigt euer Interesse da vor Ort. Übrigens ist auch noch Stefan Rätel von Die Partei dabei. Warum die Legalisierung von Cannabis eine soziokulturelle Errungenschaft ist. Danke fürs Organisieren an die DHV-Ortsgruppe nach Thüringen. Und in Darmstadt nochmal ein Treffen, Freitag, 17. Februar, unserer Ortsgruppe. Das war's für heute. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.